man sagt, das ist der härteste Teambewerb der Welt. Jeder von uns Achte gibt da einfach alles. Bei einem ganzen Team dabei, bei dem Virgo-System. Das ist richtig eine Familie. Ich glaube, wenn ich nicht bei dem Team dabei war, dann mache ich das Ganze nicht. Mein Name ist Dominik Schausberger. Ich bin der Kajakfahrer beim Team Virgo-System für einen Dolomitenmann. Ja, ich trainiere eigentlich das ganze Jahr nur für den Dolomitenmann. Das mag vielleicht ein bisschen wahnsinnig klingen, aber das ist einfach fast ein Mythos. Du brauchst einen Trainer. Wenn du wirklich weit vierig kommen willst, du brauchst einen Trainer. Da geht es halt los. Natürlich sind wir alle berufstätig. Du stößt um 4 in den Wecker, nur damit du um 5 im Boot sitzt, um 6 schnell in die Dusche hupfst und um 7 in der Arbeit auftauchst. Wir trainieren eigentlich meistens auf der Ips. Man braucht es, man kann nicht immer nur am See fahren oder auf der Donau, man braucht die Strömung, man braucht ja, verschiedene Kehren und einmal geht es leicht, einmal schwerer, die Abwechslung muss machen. Du kommst halt nie richtig in den Rhythmus rein, so wie es beim Wettkampf auch ist. Und darum ist bei uns in der Ips eigentlich so super zum Fahren. Du brauchst halt ja, das normale Training, du brauchst Wettkampfsimulationen, du brauchst Sprints, die muss man halt auch in der Strömung fahren und nicht nur im Hafen. Einfach, dass es Sache ist. Also Freitag ist dann eigentlich schon fast ein bisschen entspannter, weil du weißt, du kannst keine Bäume mehr ausreißen. Es wird nicht mehr recht viel anders. Die Linie musst du haben. Am Freitag fährst du das noch einmal runter und fixierst das. Dass du in der Früh auch aufstehen, schaust du, dass du ungefähr Routine einbringst, wie am Samstag am Wettkampftag dann. Packst halt dann kurz vor Mittag deine Sachen zusammen. Du weißt, um 13 Uhr kommt das Wettkampfwasser. Bist eh schon dementsprechend nervös, hoffst, dass beim Sprung alles passt, denn meistens ist das der erste Tag, wo du den Startsprung aus 7 Meter Höhe probierst. Also das größte Problem ist natürlich da beim Startsprung, dass da die Spritzdecken aufgeht. Das heißt, das ganze Boot ist voller Wasser und du musst ein paar hundert Liter Wasser mehr ausladen, wo du eigentlich schon Rennen fahren solltest. Und dann fährst du halt einmal den ganzen Kurs runter, recht viel probieren darfst du nicht mehr. Du musst mit den Kräften, die musst du einfach aufsparen und dann geht's ab. Ja. Ich war eigentlich nur, ja, ein junger Bub. Wir haben ein Slalomrennen gehabt, was unser Verein selber veranstaltet hat auf der Erlauf. Und da kommt einer zu mir, Florian Pfeiffer. Und dann gibt er mal Kartl, steht oben Ingenieur Dietmar Kindl. Die Idee dahinter war eigentlich bei Virgo-System immer, eine Gemeinschaft zu schaffen, gemeinsame Ziele zu erreichen und ein bisschen das Team zu forcieren. Und dann ist halt einmal der Pfeifferflo vom Bruckner-Team da gestanden und gesagt: Hey, fahr mal mit zum Dolomitenmann, kennst du eh, wir brauchen wen, wir machen da die geilsten Sachen und keiner sieht's. So, auch kein Problem, fahr mal her, jetzt macht eh Spaß. Gut, irgendwann war es soweit, 2005, geht's los, wir kriegen einen Startplatz. Gut, was tun wir? Mal alle durchgefragt. Okay, wir haben keinen Kajak gefahren. Der damalige Kajakfahrer vom Bruckner-Team sagt: Nein, er tut nicht mit, er mag jetzt nicht mehr fahren. Aber er hilft mir, er sucht dann und hat dann den Nicke gefunden. So, kannst du Boot fahren? Sag ich: Ja, sonst war ich jetzt nicht da. Nicke, junger Bursch, 19 Jahre, hat gesagt: Passt, sitzt rein, fahr mit, geht schon, das magst du schon. Ja, rufst du mich an. Okay, ja, Dolomitenmann, sag ich, habe ich schon gehört, kennst du das? Ja, war mir zugeschaut, war noch nie dabei. Ja, nein, wir haben heute das erste Mal ein Team. Ja, schauen wir das an. Oh, das war einfach schon, ja. Der Schulwart damals war unser Bergläufer. Also das hat schon echt witzig angefangen und
ist einfach immer professioneller und immer besser geworden und die Leute sind immer mehr deine Freunde einfach geworden. Und wir von den Virgo-System-Teams eigentlich werden oft beneidet auch von anderen Teams, die was quasi, die kennen ja ihre Kollegen noch gar nicht. Die kommen da hin, am Freitag auf die Nacht ist dann Sportlerbriefing und dann treffen sie das erste Mal. Und das Virgo-System ist einfach immer besser und besser geworden und professioneller. Und jeder weiß, was er zu tun hat, das Umfeld passt einfach. Der prinzipielle Gedanke vom Virgo-System war eigentlich eher der Spaß an der Sache zu haben. Wie dann der sportliche Aspekt immer mehr geworden ist bei uns, hat man gemerkt, es gibt sehr viele Randsportarten, die nicht so groß unterstützt werden. Durch unsere große Reichweite hat uns jeder kennt, kennen uns die Leute noch immer und sind sehr viele Firmen, die sagen, das kann man unterstützen. Und mit dem Geld versuchen wir natürlich dann auch genau Randsportarten zu unterstützen. Genau junge Burschen und Mädels, die sich bemühen, die Gas geben, die aber vielleicht sonst zu solchen Events gar nicht hinkommen. Und da findet man wirklich den ein oder anderen Rohdiamant und bringen den so weit, dass er dann tatsächlich vielleicht sogar noch ein Stück weiterkommt und von namhaften Getränkeherstellern unterstützt wird. Morgen will ich die Top-10 angreifen, denke ich. Ja. Ja, super. Das ist das Ziel, das Große. Heuer sage ich, werden wir die Latte schon ein bisschen höher legen. Natürlich im Team, Top-10 war in der Profi-Wertung optimal. Ja, also wir haben einen neuen Schirm heuer. Freue mich damit das erste Mal beim Dolomitmann mitzumachen. Habe auf jeden Fall viel trainiert vorher und freue mich aufs Rennen mal. Einfach mit den Teamkollegen das Beste geben und eine gute Platzierung gemeinsam zu erzielen. Ich habe schon gesagt, also es gibt kein Rennen, wo es bei mir schon am Vortag wirklich kribbelt. Aber beim Dolomitmann ist es einfach so, es ist schon eine andere Nervosität da, weil halt wirklich viel dran hängt. Es wird jetzt nur meine eigene Leistung. Und ich glaube, das macht es genauso speziell. Und ja, freue mich jetzt schon aufs Neue drauf. Also am Samstag dann Tag X, Red Bull Dolomitmann, 10 Uhr Hauptplatz Lienz. Der Werner Grissmann mit seiner Traumfigur steht da und macht den Startschuss. Der Reinhard knapp 100 wahnsinniger Berglauf, einfach einmal ja, 3 Kilometer auf der Ebene und dann einfach nur bergauf. Der Christoph war extrem schnell, unglaublich. Der hat so schon übergeben. Und dann Tommy Friedrich, Sascha und Tommy sind bis auf, glaube ich, weiß nicht, ein paar Sekunden gleich gewesen in der Luft. Tom hat ja den Vorteil gehabt, dass er keinen Verkehr gehabt hat, muss man auch sagen. Und der Sascha ist von Platz 41, was sie mir übergeben haben, auf 18 oder 19, glaube ich, gekommen. Mit einer Zwischenlandung auf der Moselm, das heißt nur mal das ganze Backpacken. Ich glaube 250 Kilometer wieder aufrennen, wieder starten, schauen, dass kein Knopf drin ist. Und das haben Tommy und Sascha beide so perfekt gemacht, wie es eigentlich zu erwarten war. Sie sind rübergeflogen nach Lienz ins Fußballstadion und haben dann in Pauli und immer in Manuel Blieben übergeben. Das waren unsere Mountainbiker und in dem Stadion ist halt dann schon so eine Stimmung. Und dann starten die da weg, die machen ja unglaubliche Höhenmeter. Der Pauli ist ziemlich gut unterwegs gewesen. Der Pauli hat echt super gekämpft. Echt der Hammer. Manuel genauso auch, das ist echt, jeder kämpft einfach für das Team und wir sind immer weiter nach vorne gekommen. Das 41. oben übergeben und dann, ich glaube, dass ich übernommen habe aus 18. glaube ich, oder 19. ja. Der Matthias, also das, die jungen Wilden waren halt ein bisschen früher und der hat dann ein super Ding durchgezogen. Nicht einfach zum Fahren, muss man sagen, aber der Matthias hat sich eigentlich super geschlagen fürs erste Mal. Bei uns, das hat mich schon richtig gefreut, wie ich Manuel gesehen habe, meine 3 Kreuzzeichen gemacht und dann ist es abgegangen. Und ab da bist du dann eh voll im Killermodus. Ich habe 5 Leute überholt. Ich hätte am Wasser, ich habe 2 kleine Föller gehabt, aber ich habe dann nachher alles gegeben. Die letzte schwere Stelle auf der Isel, wo eh schon weiß nicht, ein paar hundert Leute auf der Brücke stehen und brüllen die einfach an. Ich bin gefahren, bis ich einen Blutschnitt im Mund gehabt habe. Ich hätte nicht mehr schneller fahren können. Das, ja. Und dann fällt einfach einmal die ganze Last einfach runter. Im wahrsten Sinne des Wortes.
dann, muss ich sagen, da schmecken dann ein paar Bier richtig gut. Ja. Ja, ich sage immer, der Didi ist halt ja, schon ein großer Förderer von uns Amateursportler eigentlich, weil warum tut sich der das an? Es fragt sich immer jeder, warum tun sich wir das an? Der Didi hat ein ganzes Jahr lang nur Arbeit, dass er Leute findet, die was verlässlich sind. Die müssen sich aber wirklich auch, denen muss er vertrauen, die müssen trainieren. Es kostet alles einen Haufen Geld. Es ist so viel zum Finanzieren, das ist unglaublich. Und zum Organisieren, da gibt es einen Kindl-Didi, da gibt es einen Auerich in Andl, in Hause. Das sind so viele Leute vom ganzen Virgo-System, die was nicht nur mitfahren und Fotos machen, die sind einfach, die gehören einfach zu dem Ganzen dazu. Die bringen die von A nach B, holen die an, bringen da das. Das ist einfach, hey, wenn du die nicht hast, das macht es einfach so viel einfach, und einfach das ganze Umfeld passt. Ich bin schon so lange bei dem ganzen Team dabei, bei dem Virgo-System. Das ist einfach schon, das ist richtige Familie. Da sind auch ehemalige Sportler noch dabei, die was extra dann das Wochenende nach Lienz anreisen und unterstützen. Die geben im Paragleiter was zum Trinken auf der kurzen Laufstrecke. Die zahlen im Mountainbiker das Flaschel nachher und geben Zwischenzeiten durch in unsere WhatsApp-Gruppen. Unsere WhatsApp-Gruppen beim Dolomitenmann ist schon fast besser wie der Live-Ticker. Die helfen einfach alle so viel mit. Und ich glaube, wenn ich nicht bei dem Team dabei war, da mache ich das Ganze nicht. Da, ja, das ist einmal, sage ich mal, der Inner Circle vom Virgo-System. Und dann gibt es noch andere. Der Papa, der fährt nebenbei beim Rennen mit dem Radl nebenbei her, nur dass er mir einen Ersatzpaddel geben kann, wenn er es bricht. Der weiß ganz genau, wenn es darauf ankommt, dann muss der bis zur Hüfte ins Wasser rein. Das Wasser hat 9 Grad. Das ist nicht der Einzige, was mitfährt. Mein Trauerzeuge, der Karl, fährt auch mit. Die sind einfach alle so schmerzbefreit und brüllen da die ganze Zeit und geben da auch noch Zeitabstände, was du hast. Ob du aufholst, ob du verlierst, ob die schneller werden, du langst. Das ist, ich sage immer, das Umfeld ist so wichtig. Und das fängt an bei der Familie, beim Trainer, beim Team, einfach alle. Die Familie, was draußen alle mithelfen, das, ja, wenn du die nicht hast, wie gesagt, traurig aus. Cool. Und das war's. Aufnahme die erste. Extremsport-Wettkampf. Sagst du immer noch Einfach ein cooles Team, coole Betreuer, geiler Kameramann, der Manager ist sonst ein Wahnsinn.